Was ist das nur für eine finstere Welt, in der wir leben? Die Gesellschaft polarisiert sich immer mehr in rechts und links. Und dabei verwenden beide Gruppen die gleichen Methoden mit Hass und Gewalt, Diskriminierungen. Menschen, die ihre Meinung frei äußern, die werden dann als Rechte oder als Linke diffamiert, obwohl es gar nicht stimmt. Ja, und wenn gar nichts mehr hilft, dann wird gesagt, dass es Verschwörungstheoretiker sind. In Amerika ist es schon inzwischen so weit. Ja, da hat man letztens oder vor einiger Zeit einen Mann als Rechten diffamiert, der nicht nur Jude ist, sondern auch schwul und noch dazu einen schwarzen Freund hat, einen schwarzen Lebenspartner. Wer könnte weiter davon entfernt sein, ein Rechter zu sein, und trotzdem hat man ihn als Rechten bezeichnet, um ihn zu diskreditieren. Ja, das ist heute alles kein Problem mehr. Hate Speech, Shitstorm, na, das ist heute an der Tagesordnung, sobald einer sich erlaubt, eine Meinung jenseits des Mainstreams zu haben und vielleicht nicht ganz politisch korrekt ist, dann wird die Nazi-Keule rausgeholt oder was auch immer, dann wird derjenige diffamiert und fertig gemacht. Bestes Beispiel haben wir ja in Eva Hamann, die ein traditionelles Familienbild in ihrem Buch vorgestellt hat, und schon galt sie als Rechte und als rückwärtsgewandt und was weiß ich, was da alles noch so rausgekramt wurde, um sie fertig zu machen. Wo ist denn heute die Meinungsfreiheit? Wenn du heute sagst, du gehörst zur MGTOW-Community, ja, da sagen die Rechten, oh, das ist ein Linker, die Linken sagen, Mensch, das ist ein Rechter. Es ist völlig egal, Hauptsache man diskreditiert und man diffamiert Menschen. Ja, du kannst das auch in den öffentlichen Medien nachschauen, in den Kommentarspalten zu Zeitungsberichten der Zeitungen, die im Internet halt auch ihre Meldungen verbreiten, in den Kommentarspalten, sobald sich da einer seine Meinung äußert, da sieht man schon, dass die Andersdenkenden wie Piranhas über ihn herfallen und ihn versuchen zu zerfleischen. Da wird auch Persönliches dann rausgeholt, um den Mitmenschen zu diskreditieren, um ihn zu diffamieren. Da gibt es quasi keine Schranken und keine Grenzen mehr. Nur selten wird etwas gelöscht. Und dann auch nur, weil man mit dem Anwalt droht oder so, weil die Zeitungen selber, die Verlage, die Redaktionen sind ja darauf angewiesen, dass hohe Klickzahlen generiert werden. Und dann ist es halt so, dass die Menschen dann durchaus auch diskreditieren und diffamieren können. Hauptsache, es bringt Klickzahlen. Ja, damit die Werbung, die ja auch auf den Seiten ist, vermarktet werden kann und die Redaktion, die Verlage dann auch wieder Geld erwirtschaften. Es ist heute schon eine schreckliche Zeit und die Menschen sind doch empfindlich geworden. Egal, was vielleicht auch von staatlicher Seite geplant wird an Straßenbau oder an anderen Baumaßnahmen oder was auch immer. Es gibt immer gleich Bürgerinitiativen dagegen, dann gibt es auch wieder Bürgerinitiativen dafür und dann gibt es dann auch wieder einen unsachlichen Umgang miteinander. Warum können wir Menschen nicht einfach die Themen, die im Raum sind, vernünftig und sachlich besprechen und dann auch die Meinungsfreiheit achten? Ja, es muss ja nicht jeder meine Meinung haben oder den Mainstream folgen oder politisch korrekt sein. Ja, aber das ist es heute, ja, dass du immer gleich einen riesen Ärger bekommst, wenn du dir das Recht einer eigenen Meinung rausnimmst. Die Freiheit ist in Gefahr und wir sollten alles tun, was in unserer Macht steht, um die Freiheit nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch schon zurückzugewinnen. Und da ist es natürlich schwierig, gegen die Meinungsmacht der Medien anzugehen, aber dennoch muss man sich dafür einsetzen, dass die Meinungsfreiheit und auch die anderen Freiheiten, die wir uns im Laufe der Zeit erkämpft haben, jetzt nicht wieder wegbrechen. Benjamin Franklin soll gesagt haben, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren und wird das auch beides nicht verdient haben. Also er hat es ein bisschen anders gesagt, aber so wäre es halt auch nicht verkehrt gewesen. Versuchen wir doch einfach mal, nicht nur im Alltag, auch in der Öffentlichkeit, auch im anonymen, angeblich anonymen Internet, einen Stand zu bewahren, Themen sachlich zu besprechen und nicht immer gleich mit Nazi-Keulen um sich zu schlagen und auf andere Weise zu diffamieren und zu diskreditieren, sondern es gehört auch Größe dazu, die Meinung Andersdenkender anzuerkennen. Deshalb auch ein Aufruf an dich persönlich, stehe zu deiner Meinung
und begründe sie auch und plapper nicht nur das nach, was die Mainstream-Medien als politisch korrekt vorgeben, sondern denk selber darüber nach, wege Argumente ab und komme zu einer eigenen Meinung und lass dich nicht einfach manipulieren von den Meinungsmachern unserer Gesellschaft. Geh deinen eigenen Weg.